much mistletoeing, and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. RTV. Das Weihnachtsfest steht bevor, und es ist doch eine Riesenfreude, wenn man anderen Menschen eine Freude bereiten kann mit tollen und ausgefallenen Geschenken. Nur auf die Idee zu kommen, das ist manchmal ein bisschen schwieriger. Deswegen bleiben Sie dran, wenn Sie ein paar Inspirationen suchen, was Sie denn verschenken können. Und da starten wir direkt mal mit dem ersten Geschenk, das uns Diana reinbringt, unsere kleine Geschenkefee. Es handelt sich hier, darf ich es schon sagen, ja, bevor wir es auspacken, um ein digitales USB-Mikroskop. Das danke, ist Diana. Ja, was Spannendes für Jung und Alt, würde ich sagen. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich würde es mir selber kaufen und auch schenken, weil ich bin so, ich war als Kind schon fasziniert von Mikroskopen, die waren aber unbezahlbar. Mhm. Heute ist es bezahlbar. Und jetzt schauen Sie mal, Sie können den Anschluss ganz einfach an ein OTG-fähiges Handy machen, aber ich mache es jetzt einfach mal an einen Laptop und werde Ihnen das jetzt mal demonstrieren, was hier möglich ist. Ich schalte kurz die Kamera ein. Und dann werden Sie sehen. So, kleinen Moment, da ist es. So, jetzt sehen wir das Bild der Vergrößerung. Und ich muss jetzt natürlich über Kopf machen, aber ich habe heute so ein paar faszinierende Dinge schon entdeckt. Und jetzt gehen wir ganz einfach mal auf ein normales Blatt Papier. Nicht Blatt, sondern ein Blatt, ein Laubblatt. Schau mal, jetzt stelle ich hier die Schärfe ein. Die Helligkeit kann ich auch einstellen. Achtung, machen wir es mal andersrum. Jetzt. Guck dir das mal an. Das ist ein Laubblatt, ganz einfach, aber jetzt in 1600-facher Vergrößerung. Jetzt kann ich natürlich hier, ganz einfach, am Handy geht es auch, Bilder oder Videos drehen sogar von meinen Aufnahmen. Aber allein diese Faszination ist der Wahnsinn. Ja, ich sehe jetzt nicht direkt auf den Bildschirm, aber ja, ich kann es noch. Jetzt ist es richtig scharf. Ja. Und guck mal, allein die Einzelhärchen hier. Ja, das ist Wahnsinn. Phänomenal. Willst du noch was Phänomenales sehen? Ja. Würdest du mir mal deinen Arm reichen? Okay. Guck mal, also das haben wir auch als Kinder gerne gemacht, mal untersucht. Und jetzt nehmen wir hier mal so ein kleines Leberfleckchen, guck mal. Und ich sehe es jetzt leider nicht. Guck mal, du siehst jede Falte. Wir müssten auf den Bildschirm gehen, damit ich sehe, was ich mache. Ja, aber jetzt guck dir das mal an, das ist deine Haut, da ist Wahnsinn. Ein Haar. Ja? Oh, guck mal. Ist das nicht interessant? Es ist unglaublich. Also ja. Da kommt der Wissenschaftler in einem raus, ganz, ganz klar. Wir können auch mal eine kurze Steinprobe machen, guck mal. Hier, siehst du das? Warte, ich muss weiter rüber. So, das ist dein Ehering, oder? Nee, das ist der Verlobungsring von meiner Mama aus erster Ehe. Aber da sehen wir mal. Oh, Brillanz, das sehen wir. Was ich auch ganz interessant finde, ist, ich habe das extra mal, ich habe gar nicht mehr aufgehört. Wir waren in der Garderobe und haben alles ausprobiert. Andere Sachen zu experimentieren. Ich habe mir mal so einen Geldschein angeschaut. Ja, gucken Sie mal. Cool. So sieht ein Geldschein aus der Nähe. Und jetzt, also ich weiß das als Kinder noch, wir haben uns... Macht's bitte nicht nach. Wir haben uns in die Finger gepiekst, ja, dann auf eine Glasplatte einen Tropfen Blut drauf und haben das mal untersucht. Wir haben uns Haare ausgerissen, nur um sie mal unter der Lupe zu sehen oder unter dem Mikroskop. Und das ist phänomenal. Das ist auch ein Weihnachtsgeschenk wirklich für junge Menschen, ja. Um die mal wirklich ein bisschen vom Handy wegzubringen. Obwohl, sie können sogar am Handy bleiben, wenn sie ein OTG-fähiges haben, weil das kann man auch ans Handy anschließen. Aber um mal ganz andere Interessen zu finden. Schauen wir uns auch mal den Sicherheitsstreifen an. Den fand ich auch ganz interessant. Guck mal. Hier, das ist der Sicherheitsstreifen eines 10-Euro-Scheins. Ich glaube, so hat ihn noch nie jemand gesehen. Nee. Das Wasserzeichen, weiß ich gar nicht, ob man das über ein Mikroskop erkennt. Da, doch, da ist das Wasserzeichen. Phänomenal. Oder auch die Zahlen, schau mal. Hier, siehst du das? Mhm. Hast du schon mal gesehen, dass sie so strukturiert sind? Das ist jetzt die 1 des 10-Euro-Scheins. Aber am gigantischsten finde ich immer noch die Blätter. Vor allem die Bedienung ist so einfach. Ne? Ich kann mich noch erinnern, ich wollte auch früher immer ein Mikroskop haben. Dann habe ich mal eins geschenkt bekommen, aber ich konnte nicht damit umgehen, weil das war nicht so einfach. Du hattest verschiedene Objektive, verschiedene Okulare und dann musstest du auch so noch drehen, mit beiden reinschauen. Ja. Hier hast du im Prinzip das am Fernsehen. Ja? Ach, du kannst es hier über einen Laptop, über ein Handy geht das auch, wenn es OTG-fähig ist. Und es gibt so viele interessante Dinge in der Welt zu entdecken. Das ist jetzt die Innenseite. Ich bin mal gespannt, wie sieht denn so ein Blatt auf der anderen Seite aus. Können wir uns auch noch mal anschauen hier. Ich gehe mal genau an den Stängel. Guck mal. Wahnsinn. Schau dir mal die Haare an. Ja? Hier, ich wusste gar nicht, dass Blätter so viele Haare haben. Das sieht ja fast aus wie eine Katze. Guck mal. Ja? Also ich finde das phänomenal. Da diese Haare meine ich. Machen wir noch mal schärfer. Ja, jetzt ist es, glaube ich, gut scharf, oder? Ich sehe es, ich bin hinten dran. Also ein bisschen drehen wir das noch. Das ist ja auch super einfach, sehen, Sie können hier fokussieren. Jetzt. Jetzt ist Schau dir das an. 16. Das ist ein Blatt.
1600-fache Vergrößerung. Also hier könnte man mutmaßen, es ist der Rücken eines Schmetterlings. Ja? Ja. Ja, aber es ist so wahnsinnig interessant. Also ich könnte da noch stundenlang weitermachen. Ich glaube, ich war vorhin draußen im Garten und habe so viele Sachen geholt, um die mal unter das Mikroskop zu legen. Die Struktur eines Apfels, einer Orange und. All das ist möglich und das für wenig Geld. Also ich glaube, sowas gefällt auch den jungen Leuten von heute, um sich mal ein bisschen für die Natur, die Umgebung zu interessieren. Den Ständer bekommen Sie übrigens auch dazu, da können Sie das Mikroskop dann mal so richtig einspannen und sich hier genaue Details ansehen. Diese Uhr ist natürlich auch faszinierend. Ja, Ralf, wir haben heute Vormittag bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten, alles Mögliche immer runtergehalten. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Ja, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Ich hab hier noch was, schau mal. Und so wird es bei Ihnen mit Sicherheit auch sein. Also, so kinderleicht auch zu bedienen und anzuschließen. Ja. Sie müssen wirklich nur reinstecken, wird automatisch von Ihrem Computer erkannt, egal ob das ein Apple Macintosh-Gerät ist oder ein Windows-Gerät. Die Bestellnummer ist die PX2325 und die 569 ist vielleicht auch was für Leute, die schon alles haben. Ja. Weil sowas ist was Besonderes und für kleines Geld machen Sie Leuten hier eine große Freude. Das war unsere erste Idee. Als zweiten Geschenkvorschlag haben wir was für die Küche. Und da holen wir uns jetzt mal Diana dazu. Ja, die bringt uns jetzt scharfe Sachen, sage ich mal. Ja. Und wenn man regelmäßig Fernsehen schaut, weiß man, die Frequenz von Kochsendungen ist extrem gestiegen im letzten Jahr. Also Kochen ist voll im Trend. Selbst kochen und jeder, der selbst kocht, braucht natürlich auch tolle Messer. Und deshalb ist das für alle Kochinteressierten für mich eine fantastische Geschenkidee. Mhm. Es kommt in diesem Echtholzkoffer und es ist ein dreiteiliges Messerset der ganz edlen Art und Weise. Ja, und wenn wir das mal aufmachen, sehen wir das schon. Und hier sehen wir was ganz Besonderes. Ja? Und zwar drei verschiedene Messer, Wahnsinn. Hackmesser, zwei normale Messer. Ganz wichtig, die Griffe. Das ist echtes afrikanisches Rosenholz. Das sind also echt Holzgriffe. Und das Ganze ist handgefertigt. Ja? Und du siehst, das sind Hochleistungsmesser, sehr, sehr scharf, extra gehärtetes Stahl, also mit wirklich extra harter Klinge. Und hier haben wir wirklich alles, was das Küchenherz begehrt. Wir haben hier zwei Santoku-Messer und ein Nakiri-Hackmesser, ja, gerade auch für Kräuter oder ähnliches. Und jetzt stell dir mal vor, man hat eben jemanden im Freundeskreis, mit dem man gerne mal kocht oder von dem man weiß, dass er unglaublich gerne kocht, dann ist das ein fantastisches Geschenk. Ja, sehr, sehr edel wirkt das hier. Also das sind mal besondere Messer. Ne? Ich glaube, die präsentierst du auch genauso, wenn du die geschenkt bekommen hast, weil das einfach ein Wow-Effekt ist. Ne? Und da macht ja Kochen noch mal doppelt so viel Spaß, oder? Ja, natürlich. Wichtig ist natürlich für alle, aber das werden Hobbyköche wissen, diese Messer gehören nicht in die Spülmaschine. Das Rosenholz, das afrikanische Rosenholz würde das übel nehmen. Die wäscht man einfach warm ab. Ja? Dann bleiben sie auch lange so und dann hat man viel Freude. Sehr, sehr scharf, immer wieder nachzuschleifen, klar, das ist Spezialstahl für Messer geeignet, handgefertigt, Echtholz und dann finde ich schön, allein die Verpackung, das ist ein Genuss, wenn du das übergibst, also noch ein bisschen Geschenkpapier außenrum und ich glaube, es gibt so viele Kochfreunde mittlerweile, dass das ein Geschenk ist, was bei den allermeisten sehr, sehr gut ankommen wird. Wenn Sie die Messer richtig pflegen, halten die ewig, wirklich. Es geht halt darum, dass Sie die nicht in die Spülmaschine tun, da werden die Messer stumpf und es ist auch nicht gut für die Holzgriffe natürlich. Aber ich koche sehr gerne und ich kann mit stumpfen Messern wirklich nicht so viel anfangen. Das macht viel mehr Spaß, wenn man das richtige Equipment hat. Du kochst auch gerne, ne? Wenn ich das richtige Equipment habe und ein gutes Rezept und vielleicht noch eine Kochbox, dann funktioniert das auch. Ich koche tatsächlich eher seltener, also gar nicht so oft, aber ich finde, für jeden ist das ein gutes Geschenk, weil selbst wenn man nicht häufig kocht, man braucht es trotzdem. Ja. Ne? Sie bestellen hier diesen Geschenketipp mit der NC2859 und der 569. Drei Teile hier, handgefertigt in einer wunderschönen Geschenkverpackung. Genauso kommt das zu Ihnen nach Hause. Das heißt, einfach nur noch Geschenkband drum, zack, ist das Geschenk schon fertig. Liebe ich auch, wenn ich mir nicht viele Gedanken machen muss um Verpackung und Co., weil so ein Geschenk, das wirkt ja auch ganz anders mit so einer Verpackung. Ne? Das wirkt noch mal hochwertiger. Und hier sehen wir ja auch mal, wie gut dieses Hackmesser ist. Das heißt nicht nur so, da kriegst du wirklich so ein großes Stück Fleisch direkt zack durch. Auch das Kräuter. Ist es,
Oh, das ist ja immer guck so ein Heckmeck, wenn du das mit Ich finde unsere Zuspieler hierzu so faszinierend, weil das ist nun wirklich genauso wie aus einer Kochsendung, wenn da irgend so ein Fünf-Sterne-Koch irgendwie was zubereitet. Da guckt man ja normalerweise nicht so hin. Aber wenn das mit einem vernünftigen Werkzeug gemacht ist, hier mit unseren scharfen Messern, dann macht das Spaß zu arbeiten und auch zuzugucken. Es ist ja auch so ein Event, zusammen zu kochen. Ne? Hm. Wir machen das auch gerne. Hier unser dreiteiliges Messerset, handgefertigt mit Echtholzgriff. Das war der nächste Geschenketipp. Wir machen weiter mit was Weiterem. Und das ist jetzt, geht es um Strom, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Diana bringt es uns jetzt mal rein hier. Ja, das ist etwas, was wirklich jeder Mensch heutzutage gebrauchen kann. Ich habe erst neulich eine Statistik gelesen. 88% der Bundesbürger haben mittlerweile ein Smartphone. So, wenn ich jetzt die unter 10 und die über 90-Jährigen abziehe, sind wir bei 100%. Und dann ist das hier eine tolle Geschenkidee. Ich darf es dir mal geben. Mhm. Und du siehst dann im roten Licht, durch das Solar wird unsere Powerbank, und das ist es, schon aufgeladen. Alleine durch unser Licht hier im Studio. Und das ist eine selbst sich im Prinzip selbstversorgende Powerbank. Die ist wasserdicht, die ist stoßfest, die ist also auch für Camping geeignet und hat eben vorne drauf ein riesengroßes Solarpanel, welches es verhindert, dass man eben mal irgendwann keinen Strom mehr hat für Mobilfunkgeräte. Und das ist also für mich wirklich perfekt. Du kannst hier zwei Geräte anschließen und du siehst, die sind jeweils hier Anschlüsse spritzwassergeschützt, oben und auf der Seite, und die dann laden. 8000 mAh haben wir hier an Ladekapazität. Das reicht schon im Dunkeln aus, um, ich sage jetzt mal, durchschnittliche Handys 3 bis 4 Mal komplett vollzuladen. Mhm. Aber eben, du musst jetzt nicht mehr an die Steckdose gehen, sondern es brauchst einfach nur irgendwo im Licht liegen. Das muss nicht mal Sonnenlicht sein und schon lädt es sich wieder auf. Ich glaube, viele haben Powerbanks und vergessen dann aber irgendwann mal die Powerbank zu laden. Dann nützt sie dir nichts. Hier kannst du es nicht vergessen. Ist ein günstiges Geschenk, das müssen wir jetzt wirklich mal sagen. Und etwas, was von jedem heutzutage gebraucht wird. Ja, ich würde auch sagen, wir liegen hier bei 100% der Leute für diese Smartphone Powerbank. Damit können Sie natürlich auch externe Geräte betreiben. Es gibt ja so viele Geräte, die inzwischen USB als Stromquelle nutzen. Aber nochmal, die beste Powerbank nützt nichts, wenn sie leer ist. Und das ist immer das Problem, wenn man sie dann mal braucht und nicht geladen hat, dann ist sie leer. Die legen Sie zum Beispiel einfach auf die Fensterbank oder aufs Armaturenbrett im Auto und haben dann immer Strom, um Ihre mobilen Geräte zu laden oder zu betreiben. Ich finde das richtig toll. Oben noch eine kleine Öse, da kann man die auch zum Beispiel bei einer Radtour mal am Rucksack befestigen oder ähnliches, dass er also wirklich immer genügend Sonne abkriegt. Man braucht auch keine Angst haben, wenn man mal in Regenschauer kommt. Ja, macht nichts, dann ist immer noch Tageslicht und das Ding ist wasserdicht und stoßfest. Also für Outdoor-Freunde natürlich besonders gut geeignet. Aber ich finde eigentlich heutzutage für jedermann, weil unser Smartphone ist ja weit mehr als ein Telefon. Ich glaube, am wenigsten wird mittlerweile damit telefonieren. Damit kann man telefonieren? Es ist ein Flugticket, es ist das Bahnticket, es ist mein Online-Banking, ja, es ist meine Informationsquelle, alles ist mein Smartphone heutzutage. Mhm. Und dementsprechend brauchen wir das auch. Man hat sich halt dran gewöhnt, aber ich sehe das selber bei uns, wenn mal bei Diana beim Smartphone der Akku nur noch auf 10% ist, kriegt sie Herzattacken und Schweißausbrüche. Ja. Muss man nicht so weit kommen lassen, mit dem richtigen Ersatzakku, was sich auch noch selber wieder auflädt durch die Kraft der Sonne. Ich fühle mich aber auch viel, viel sicherer, muss ich sagen, wenn ich einen vollen Handy-Akku habe. Und ich glaube aber auch als Eltern würdest du dich viel sicherer fühlen, wenn dein Kind immer Akku hat. Ne? Und damit kann man das sicherstellen, dass das Kind immer oder niemals die Ausrede haben muss, Mama, ich konnte dich leider nicht anrufen, weil mein Akku war leer. Die Ausrede ist jetzt weg. Das stimmt. Ne? Hier mit unserer wetter- und stoßfesten Solar-Powerbank mit 8000 mAh. Das ist eine ganze Menge. Mit der Bestellnummer PX1858 und der 569 hier für unsere wetterfeste und stoßfeste Solar-Powerbank. Ganz, ganz einfach immer wieder zu laden. Legen Sie einfach irgendwo ins Tageslicht, egal ob das Fensterbank auf dem Schreibtisch ist. Damit haben Sie immer Strom für Ihre Mobilgeräte. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt und das ist so ein richtiges Hightech-Produkt in Miniaturausführung.
Es ist eine Akku-Mikro-IP-Kamera. Nee, doch, ja? IP-Kamera. Ja, also eine selbstständige Kamera, die wirklich kleiner fast nicht sein könnte. So sieht sie aus. Ja, und zwar schon süß. Mit Halterung, also eigentlich Eiswürfelgröße. Mhm. Hat aber eine unglaublich hohe Auflösung, also HD-Auflösung. Und wir schauen uns erstmal die Kamera an. Wir sehen hier diese zwei, vier Eckpunkte, das sind Infrarot-LEDs, das heißt Nachtsicht mit dieser Kamera. Und ich hoffe, Sie sehen es. Hier in der Mitte das Objektiv. Hier unten ist noch ein kleiner Bewegungssensor. So, und jetzt können Sie hier ganz einfach hinten eine Micro-SD-Karte einlegen und dann wird alles aufgenommen, was vor der Kamera ist. Die Halterung, super genial, weil es ein Kugelgelenk ist. Das heißt, man kann vom Schrank runter zum Beispiel filmen, man könnte aber auch von irgendwo unten hoch filmen und ich glaube, diese Kamera kann man wirklich so verstecken, dass sie keiner sieht. Natürlich benutzen wir die nur in unseren eigenen vier Wänden und schützen die Persönlichkeitsrechte oder beachten die der anderen Person. Aber jetzt stelle ich die zum Beispiel bei mir ins Regal und jetzt habe ich jederzeit auch die Möglichkeit auf die Live-Aufnahmen über mein Handy und ich mache das jetzt einfach mal live hier in der Sendung, über mein Handy zuzugreifen. Und zwar öffne ich dazu die App Elysion. Jetzt haben wir hier viele Geräte drauf. Ich hoffe, ich finde unsere Kamera gleich. Aber Sie sehen, Elysion geht gleich auf. So, und jetzt haben wir hier, da ist sie, da haben wir die Kamera. Und jetzt gehe ich auf das Live-Bild der Kamera. Ich meine, hier im Studio sehe ich, was ist. Aber egal, wo ich bin, wenn ich jetzt eben mal so ein mulmiges Gefühl habe, was ist zu Hause los, dann mache ich das. So, jetzt ist mein WLAN gerade ein bisschen schwach, aber das macht nichts. Ich gehe ins neue WLAN und werde es Ihnen gleich zeigen. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich sehe auch immer den Akkufüllstand und jetzt habe ich die Live-Bilder hier sofort da und ich kann auch reingehen in bester Qualität. Wir schauen uns das gleich mal live an und dann sehen Sie es. Ich habe sogar eine Zwei-Wege-Kommunikation. Ja? Also ich kann auch, wenn ich jetzt irgendwas, was mir nicht gefällt, vor der Linse sehe, kann ich darauf reagieren und kann mit der Person vor der Kamera sprechen. Ich kann das Bild, das ist jetzt unser Live-Bild, auch groß machen. So, ich nehme es mal kurz zu mir, dann sehen wir es. Jetzt sehen wir es. Das ist das Live-Bild unseres Studios. Und jetzt kann ich hier auf unseren, schauen Sie mal, das ist unser Monitor, auf den schauen wir immer. Und jetzt sehe ich auch genau, was ich mache, aber ganz nah rangeholt und gestochen scharf. Ja? Jetzt nehmen wir mal ein schöneres Objekt der Begierde, indem ich hier einfach mal live herumdrehe. Und nein, Rebecca, nein, Entschuldigung, auf deine Beine wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ein bisschen da, ein bisschen höher. Müssen wir noch? So. Ich von unten dir, ist auch immer vorteilhaft. Ich gebe es dir am besten in die Hand, dass wir das mal sehen. Aber Sie sehen die Möglichkeit dieser Kamera. Die ist nicht größer als ein Eiswürfel. Sie brauchen nicht, natürlich nicht permanent auf Ihr Handy zu schauen. Alles, was vor der Kamera passiert, wird auf in HD-Qualität auf einer Micro-SD-Karte, die Sie einlegen, gespeichert. Und so entgeht Ihnen nichts mehr. Akkulaufzeit, 2 Stunden Aufnahme. Ja, und da sie nur aktiviert wird, wenn Bewegung vorne dran ist, ist das also wirklich mehrere Tage, die man Objekte überwachen kann. Das könnten auch mal Wohnwegen sein, das könnten Gästehäuser sein oder halt einfach Räumlichkeiten, wo man nicht immer ist. Und dann ist das perfekt. Und wenn man mal ein komisches Gefühl hat, kann man mit dem Handy, und das mache ich ja jetzt gerade, auf die Live-Aufnahmen zugreifen und auch auf bereits getätigte, gespeicherte Aufnahmen, die dann in der Kamera, also auf der Micro-SD-Karte gespeichert sind. Also für mich ein tolles Produkt. Die Größe ist schon faszinierend. Und dann die Bildqualität, die wir dazu haben, auch noch durch diese kleine IP-Kamera. IP bedeutet, ich bin mit dem Internet verbunden. Und das ist ganz egal, ob Sie hier wie wir direkt neben Rebecca sitzen oder im Urlaub irgendwo sind. Damit können Sie einfach alles überwachen. Und es wird alles, wenn sich etwas davor bewegt, auf einer kleinen SD-Karte aufgenommen. Ich finde das Bild so toll. Sollen wir Rebecca mal kurz in die Augen schauen? Rebecca, halt's mal still. Rebecca, jetzt gucken wir mal deine Augen an. Gucken Sie sich das an. Oh, sind das nicht? Schau mir in die Augen, Kleines, weil ich hol beide. So, jetzt haben wir sie. Also ich halte die Kamera Wahnsinn, echt oder? Weit von meinem Gesicht weg, ne? Da sehen wir es. Ein Auge Wahnsinn. Aber jetzt fest. Also Sie sehen die Qualität der Kamera und jetzt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist das, was mich so begeistert hat. Das kann man wirklich sagen. Ja, 31,34 €. Nee. Echt? Doch, ja. 31,34 €. Das ist der TV-Sonderpreis natürlich. Der gilt nur jetzt und die nächsten 2 Stunden mit der Bestellnummer ZX5282 und der 569. Also das für Technikfans, denke ich, auch ein sehr, sehr gutes Geschenk hier. Oder um sich selber auch einfach so ein bisschen sicherer zu fühlen, wenn ich weiß, ich kann jederzeit in meine eigenen 4 Wände schauen und gucken, was Haustier XY
vielleicht auch Haustier macht. Haustier XY. Ne? Ja, Fifi. Ach, was Hunde und Katzen machen. Weiter geht's jetzt mit einem richtigen Highlight. Also, ich weiß schon, was der erste Satz sein wird, den du sagst, aber ich sag ihn jetzt mal. Dein Technologieprodukt des 21. Jahrhunderts. Ja, natürlich. Es ist ein Echtzeit-Sprachübersetzer, der mir, auch wenn ich nicht so sprachlich talentiert bin, bei mir ist es bei Schulfranzösisch, Schulenglisch, Deutsch und Badisch geblieben, auch mir hilft, mich auf der ganzen Welt zu unterhalten und zu verständigen. Also das Technologieprodukt für mich ganz klar des 21. Jahrhunderts. Wenn man ein bisschen kirchlich erzogen wurde, weiß man, laut christlichem Glauben, der Turmbau zu Babel hat dafür gesorgt, dass wir Menschen uns nicht mehr verstehen. Da wurden verschiedene Sprachen auf die Welt gebracht. Und 106 dieser Sprachen spricht dieses Gerät. Ganz einfach einzustellen. Sie sehen das, es ist ein übersichtliches Display. Oben meine Muttersprache, in dem Fall Deutsch. Und unten habe ich jetzt mal Englisch. Aber wir haben ja eine Halbfranzösin hier. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal auf Französisch. Und machen jetzt einfach mal so, als würde sie... Moment, Sie sehen, das ist alphabetisch geordnet. Ich gehe da mal so langsam durch, bis ich beim Französisch bin. Da bin ich. Und jetzt wäre ich in Frankreich und ich spreche leider nur schlechtes Schulfranzösisch. Das heißt, damit würde ich nicht weit kommen. Jetzt spreche ich aber mal oder habe eine Frage an eine Französin. Das mache ich. Und einfach in meinem normalen Deutsch. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof erklären? Und jetzt sehen Sie, es nimmt es auf, hat es gemacht und übersetzt es in... Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire le chemin de la gare? Mais bien sûr, aucun problème. Aber natürlich, so, jetzt kommt die Antwort. Also, bien sûr, hätte ich noch verstanden, aber alles Weitere nicht mehr. Aber ich könnte jetzt auch, wenn Sie die Frage nicht verstanden haben, das nochmal wiederholen. Excusez-moi, pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire le chemin de la gare? So, und jetzt kommt die Antwort von meinem Gegenüber, egal welche Sprache dieser Welt sie spricht, den unteren Knopf drücken und sprechen. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors, vous allez tout droit, après à gauche, et là, vous êtes déjà à la gare. Das ist schon ganz schlimm. Natürlich kein Problem, dann fahren Sie geradeaus und biegen links ab. Sie sind am Bahnhof angekommen. So einfach. Ich kann links und rechts nicht unterscheiden. Ich weiß nie, Trat und Gosch, was Trott links und rechts Gosch, ist. Ja. Jetzt sagen wir es wieder in der Regie. Ich kann es mir wieder nicht merken. So, also, Sie sehen, Sprachbarrieren überall abgebildet. Aber jetzt haben wir noch ein weiteres Highlight. Und zwar nicht nur die gesprochene Sprache wird übersetzt, sondern ich habe hier, und jetzt kriegst du eine Voraussetzung, eine ungarische Menükarte. Uiuiui. So, liest du mir mal bitte vor, was es heute zu essen gibt. Bahnhof. Jetzt sind wir wieder am Bahnhof. Bahnhof. Ja. Also ich denke, so geht es einem mit vielen Sprachen. Und jetzt gib's mir wieder. Ja. Und wir haben hier auch eine Kamera mit drin. Und die gebe ich jetzt ein und stelle ebenfalls die Sprache ein. Hier jetzt natürlich Ungarisch. Und jetzt nehme ich das einfach und fotografiere es ab. Ich scanne es im Prinzip. Ja, schauen, dass die Schärfe stimmt. So. Und jetzt abfotografieren. Und dann wird es in Windeseile, Sie sehen, gescannt und dann auch übersetzt. Ich habe jetzt gerade ein bisschen schief abgedrückt. Nö, geht. So, jetzt ist es übersetzt. Und jetzt schaue ich mal, was es gibt. Da gibt es Pilze gefüllt mit geräuchertem Käse. Oh. Das steht hier. Pilze gefüllt mit geräuchertem Käse. Wäre ich nie drauf gekommen. Aber ganz interessant. Und jetzt steht natürlich noch was weiter zum Menü. Das können wir uns jetzt auch noch abfotografieren. Gehen wir einfach nochmal zurück. Aber die Pilze mit dem Geräusch, mit dem Gemüse haben sich schon sehr gut angehört. Und da... Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte, aber gleich wissen wir es. Und dann weiß ich auch, ob ich das Menü bestellen kann, ohne dass ich nachher erschrecke. Sie sehen den Scan-Vorgang und gleich, da ist es übersetzt. Es gibt dazu noch geschmortes Gemüse und Blattstielkartoffeln. Okay, auch das sehr interessant. Aber Sie sehen, das ist ein Gerät, was eigentlich jedem, der irgendwann mal im Ausland unterwegs ist, unglaublich hilft. Könnte auch im Inland helfen. Ich glaube, wenn man in Berlin mal Taxi fährt, da kommt man mit der deutschen Sprache auch nicht mehr so weit. Ja, also da kannst du eben unmissverständlich dich verständlich machen mit 106 Sprachen in dieser Welt. Das finde ich absolut faszinierend. 106 Sprachen in Wort und Schrift. Da kann man sich ganz normal mit unterhalten. Man kann Schilder lesen, man kann Warnhinweise lesen. Man kann alles damit lesen. Mit der Bestellnummer NX4668 und der 569 bekommen Sie das zum TV-Sonderpreis von 142,99 €. Ein absoluter Hit bei uns, diese mobilen Echtzeit-Sprachübersetzer. Und es ist Echtzeit.
Ja, als nächstes kommen wir mit meinem Steckenpferd. Das finde ich ein super Produkt. Ich liebe es jedes Mal, wenn wir den drin haben, aber es ist begrenzt. Diana bringt ihn uns jetzt rein. Es ist eins meiner Lieblings-Notebooks, was wir im Programm haben. Ja, und zwar, weil es flexibel ist. Und es ist wirklich der Wahnsinn. Wir sehen gleich am Logo HP Elite XX2. Das ist was ganz Besonderes. Sehr leicht zu tragen, wiegt knapp 1300 Gramm. Aber es ist technisch ein absolutes Highlight. Ich mache den Laptop mal auf und wir werden es sehen und schalte ihn einfach mal an. Schauen wir mal, ich hatte ihn, glaube ich, schon an. Ja, wenn nicht, machen wir das schnell. So, und jetzt sehen wir gleich, das ist ein Hochleistungs-Laptop. Ich muss, bevor er jetzt auch richtig läuft, aber Sie sehen schon das schöne Bildschirm, kurz noch erklären, den Preis. Hier haben wir eine unverbindliche Preisempfehlung von HP von 1.500 Euro. Wie machen wir das mit 419? Es ist kein nagelneues Gerät. Es ist ein Gerät, das von einem Neugerät so gut wie nicht zu unterscheiden ist. Eingeprüfter Leasing-Rückläufer. Das heißt, dieses Gerät wurde schon mal von einer Firma benutzt, geht dann nach der Leasingzeit zurück. Und zwar zu unserem Partner, einem der größten europäischen Refurbisher. Dort wird es kontrolliert, technisch und optisch überprüft. Und nur, wenn alle Prüfeinheiten mit 1A-Bewertung überstanden werden, dann kommen die Rechner für uns in Frage. Das heißt, Sie bekommen einen Rechner, der von einem Neugerät so gut wie nicht zu unterscheiden ist, zum Bruchteil des Originalpreises, aber mit der Handhabung eines Neugeräts. Also 24 Monate Gewährleistung, neues Betriebssystem, hier Windows 10, Antivirensoftware und alles ist mit dabei. Und da unten sehen wir es, nur erste Wahl kommt für uns in Frage. So, so gesehen ist das schon ein toller Rechner, aber jetzt zeige ich Ihnen auch, warum Ingo und wir alle so begeistert sind. Weil jetzt mache ich meine Rechner einfach mal kaputt. So. Okay. So, machen Sie das bitte nicht mit Ihrem. Und jetzt haben Sie plötzlich ein Tablet, ein 12-Zoll-Tablet, aber mit den Arbeitseinheiten eines Hochleistungsrechners. Also ebenfalls 8 GB Arbeitsspeicher. Wir haben die Riesenfestplatte, die SSD-Festplatte, 256 GB. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, hier ganz einfach zu arbeiten, meine Anwendungen, so wie ich es gewohnt bin, auf einem Tablet. Aber genauso schnell, übrigens der Tablet-Ständer ist auch gleich dabei, also ich kann das jetzt autark benutzen hier, aber genauso schnell mache ich wieder einen Laptop draus. Und Sie werden jetzt gleich sehen, das geht magnetisch. Hier, ganz einfach draufsetzen. So, jetzt habe ich es, na, ich muss es natürlich gerade machen. Jetzt ist es, ja, und jetzt habe ich wieder meinen Laptop, mit dem ich ganz normal arbeiten kann. Der schaltet sich automatisch um, ne? Genau, also sobald die Magnetleiste den Kontakt hat, wird es wieder sofort die Tastatur aktiviert und dann natürlich deaktiviert, wenn es raus ist. Man sieht das auch an der Optik. Aber ich habe trotzdem auch als Laptop einen kapazitiven Bildschirm. Das heißt, ich kann hier auch alles mit den Fingern steuern, so wie ich es bei einem Tablet auch bin. Und das ist das Begeisternde. Und ich weiß jetzt, in vielen Familien steht es an, dass Kinder, die jetzt in weiterführende Schule gekommen sind, einen eigenen Laptop brauchen. Es sollte ein Markengerät sein. Er sollte leicht sein, dass es kein zusätzlicher großer Ballast ist in der Schultasche. Und es sollte natürlich, man sollte sich auf die Technik verlassen können. Und hier haben wir moderne Technik zum kleinsten Preis. Und da die Kinder nicht immer nur lernen, sondern auch mal Musikvideos oder Ähnliches anschauen, komme ich noch zum letzten Aspekt, der mich total überzeugt hat. Das war noch das i-Tüpfelchen. Und zwar, wenn wir hier oben mal auf den Bildschirm schauen. Ich hoffe, Sie sehen es. Hier oben steht ein Logo. Nicht HP, sondern Bang & Olufsen. Und das ist für mich persönlich einer der besten Lautsprecherhersteller überhaupt weltweit. Und hier ist ein Stereo-Sound-System von Bang und Olufsen noch mit drin. Sehen Sie es hier? Da oben steht es. Ja? Also das ist nochmal das i-Tüpfelchen auf diesem flexiblen Rechner. Es ist ein Laptop von HP, ein Hochleistungsrechner. Ja, dann ist es ein Tablet, das ich jederzeit benutzen kann und das eben in Markenqualität. Und was ich auch noch toll finde, viele sagen ja, ich möchte noch ein Tablet. Wenn du normalerweise ein Tablet kaufst, hat das immer abgespeckte Applikationen, du hast wenig Arbeitsspeicher, du hast wenig Speicherplatz, oftmals 32 oder 64 Gigabyte. Hier haben wir ja alle Vorteile eines Rechners, aber eben hier drin. Und als Tablet nutze ich diese Vorteile. Ich habe die Vollprogramme drauf. Ja, ich habe voll Windows 10 als Betriebssystem. Ich muss nicht mit abgespeckten Applikationen arbeiten und ich habe trotzdem die volle Freiheit. Und das ist das, was jeden sofort begeistert hier. Also
ich finde es toll und vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis ist genial. Das ist der Wahnsinn. 419,99 € für quasi ein 2-in-1-Produkt. Das heißt Laptop und Tablet-PC in einem. Das ist der Knaller. Da müssen Sie allerdings schnell sein. Haben wir nur im begrenzten Kontingent. Die Bestellnummer ist die REF 4090 und die 569. Also definitiv da direkt zum Hörer greifen und damit sorgen Sie definitiv für leuchtende Augen, wenn man das unterm Weihnachtsbaum auspacken darf. Das ist genial, sehr beliebt auch bei uns und auch bei Ihnen in der Familie, vielleicht bei den Kindern wird das definitiv sich großer Beliebtheit erfreuen. Das waren die Geschenketrends 2022, die uns Ralf in dieser Sendung mitgebracht hat. Wenn Sie da nochmal online nachschauen wollen, was wir alles in der Sendung hatten, machen Sie das gerne unter www.pearl.tv und dann kehren Sie doch schnell wieder zu uns ins Programm zurück.